wollen wir Snapple Apple noch machen? Wo ist Snapple Apple? Snapple Apple. Wir müssen ein Snapple Apple Musikvideo machen. Snapple Apple. Gemüsedampflok. Hallo, herzlich willkommen zu den beiden. Herzlich willkommen zu den beiden. Heute testen wir Snapple Apple. Herzlich willkommen zu den beiden. Heute testen wir Snapple Apple. Das ist ein Plastic Bottle, auch wenn es aussieht wie Glas. 10% Fruchtsaft sind da tatsächlich drin. You can't spell Snapple without Apple. That's right. Snapple Apple. 47 Gramm Zucker. Pro Dose, Flasche. Ah, jetzt check ich das erst. You can't spell Apple Snapple without Apple. Ja? Ja, das stimmt. Dann wird es ja Snapple heißen. Ja. Das ist ein Softdrink, ne? Oder? Da ist Alkohol drin, das knallt. Ja, oder hat das irgendwie Koffein oder sowas? Wie ein komischer Apfelsaft. Ein komischer Apfelsaft? Ja. Ein alter Apfelsaft? Nee, ein Bento gepanschter Apfelsaft. So ein richtig knallsüßer Apfelsaft. Irgendwie. Richtig wie ein Apfelsaft mit viel zu viel Zucker drin. Mhm. Das ist auch eigentlich ist. Hey, ja. Okay, aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber es schmeckt nicht nach Apfel. Geht. Es schmeckt mir nach Apfelschale. Weißt du, wie es schmeckt? Apfelschale. Es schmeckt wie der Fanta-Apfel. Apfelschale. Es schmeckt wie der Fanta-Apfel, nur halt nicht so süß. Ich finde die Fanta-Apfel viel, viel süßer. Ich finde, die schmeckt ähnlich, nur halt sieht die komplett anders aus, wenn du mal siehst. Halt dieses Aroma. Probieren wir jetzt, die steht jetzt ein bisschen offen. Ja, das die schmecken voll geil jetzt. Die schmecken mir doppelt so geil. Das hätte ich nochmal gezogen, weißt ja. du? Ich auch, ja! Ich finde das Aroma von dem Snapple richtig gut. Probier die mal jetzt. Ja. was die Qualität, ne? Das hat gegoren, oder was? Ja, scheint eine Nacht offen in meinem Zimmer, es muss gegoren haben. Schmeckt wie so Candy Apple. Die auch schon geil, ne? Wieso? Kennt ihr diese Tofu-Flecken Lick-Lollis? Ja. Genau so schmeckt das. So schnell kann man also, vom Riesel ich mag den. Ich mag den, der ist ganz lecker. Also der ist auch, ich fand das Aroma so richtig, hat zwar nicht viel mit Apfel zu tun, ist aber schon süß. Schon, hat, ja, ein bisschen Apfelaroma, ja. Ja, aber schon, ja, schon echt lecker eigentlich. Ich finde so unterbündiges Apfelaroma. Ich find's lecker. Ich find's lecker. Ja, ich würde aber nur 6 von 10 sagen. Wie schnell das jetzt geht. Kurz und knapp. 4 von 10, weil wir finden dafür, dass es ein Apfelgetränk ist, ist es schon viel zu lasch. Ja. Also wenn ich das als Apfel. Also hättest du mir das so vorgesetzt, hätte ich gesagt, es ist ein Fruit Punch mit Apple-Vorteil. Ja. Also ich finde es schon ziemlich aromatisch. Also sehr intensiv, so vom Aroma, vom Geschmack her. Und ich finde den jetzt umgehen. Okay. Wow. Ich finde für so einen Apfelsoftdrink finde ich halt echt nicht schlecht. Ne? Das war ein bisschen süß, aber ist ja klar. Ne? Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich mir das wiederholen würde. Ich bin dann jetzt nicht so der Apfelfreund, sodass ich mir jetzt hole. Oh, geil, Apfelsoftdrink, ne? Richtig geil, würde ich unbedingt holen. Also von dem her. Würde ich euch das wiederholen? Nein. Nein, ich würde es auch nicht wiederholen. Eigentlich müssen wir mal andere von Snapple testen noch. Ich hatte ja schon mal die Pink Grapefruit in der Glasflasche von Snapple. Die war gut. Ich war neulich in der Metro, da gibt es auch Glasflaschen von Snapple. Echt? Ja. Nice. Aber hier, die sind ja... Oh, ich bin warum waren wir gestern nicht da? Das hat mit dem Video vielleicht nichts warum zu tun. Waren wir gestern nicht da? Ich bin ja... Das hat mit dem Video nichts zu tun. Ich bin ja in Halberstadt gewesen. Da gab es dann Dr. Pepper, war da schon ausverkauft, Energy Drink. Nicht Dr. Pepper. Vita Cola. Haben wir gestern gerade gekauft. Vita Cola Energy. Ja, waren geil. Wir sind ja auch im Osten. Wir haben das auch gekauft. Habt ihr gekauft? Ja. Aber es ist aber nur eine Dose. Ich kenne das schon. Das gibt's auch bei uns. Obwohl es ein Ostenprodukt ist. Ja, ich war so perplex oder so. Kenne ich ja gar nicht. Aber ich habe die ganzen anderen Vita Sprudel. Die gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's nur Vita Cola. Und die Vita Mischgetränke. Genau, es gibt da die gibt's wirklich nur im Osten. Die vertreiben die, soweit ich weiß, auch nur im Osten. Echt? Mhm. Da war ich so erstaunt, ne? Dieses Tropical. Ja, wir waren gestern auch im Osten. Pingeln. Und wir haben sich alle Vitas gekauft, wie gesagt. Ja. Gut. Vor allem so dieses Vita Energy, den müssen wir halt nur irgendwann probieren sollen. Es gibt drei Sorten. Ja. Mach die Moderation und mich, ich muss pissen. Sag wenigstens tschüss. Erstmal. Die Kamera war nicht an.
die Kamera aber nicht an. Echt nicht? Doch. Verarscher, du Verarscher. It's a prank, Bro.